Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Frakta und ich bin hier in der Schwarze Auge Satinavs Ketten. Wunderschönes Point-and-Click-Adventure. Und dann spielen wir mal weiter. Ach ja, das war das mit dem Abgrund. Der Brocken ist viel zu schwer. Die andere Hälfte ist unter dieser Statue eingeklemmt. Mein Arm ist zu kurz. Meine Notizen. Ich brauche sie, um deiner Fee den Weg aufzuzeichnen. Tja. Ich nehme an, dass wir den Master brauchen, um an den Rucksack zu kommen, damit er irgendwie was machen kann oder so. Die Statue ist auf den Stab gefallen und hat ihn gespalten. Die andere Hälfte ist unter dieser Statue eingeklemmt. Der Brocken ist viel zu schwer. Ja, der gute alte Hebel. Ob die von da drüben auch ganz machen kann? Nuri? Könntest du vielleicht... Ja, gut, danke. Okay, kann sie. Atial ni mune dunaval. Is mandrairelli. Is lera mandrairelli. Sag ich auch immer. Meistens, wenn ich vor einem vollbeladenen Buffet bin. Mir wäre wohler, wenn der Stab einen Widerhaken hätte. Okay, so sonst fällt das Lebenswerk des Forschers in den Abgrund. Und ein solches Unglück möchte ich nicht auch noch auf meinem Gewissen haben. Das ist so ein Jammerlappe. Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Hab ich mir doch gedacht. Was eine Konstruktion. Prächtig. Unumolila, Geron. Ich hab ja, muss mal was trinken. Da, trink mal einen Schluck Wasser. Geht schon wieder. Ja, dann halt nicht. Golden mal kein Wasser führen. Da, hast deinen Rucksack. Schau, das ist für deine Fee. Der Weg hinaus aus dem Berg. Sie soll zu der Mühle laufen, die hier eingezeichnet ist. Dort werden wir uns wieder treffen. Okay. Und wie kriegen wir das jetzt darüber? Das wäre doch ein Abgrund. Haben wir nicht einen Stein oder irgendwas? Ich verbrenne mich nur. Ach, du sollst das anzünden, du sollst das einwickeln, damit du es werfen kannst. Ach, der ist so lebensuntauglich, der Typ. Machen wir mal Basketball. Ja, aber das klappt dann. Wir würden Papierflieger und selbst dann. Das macht der echt? Okay. Hätte ich mich jetzt erst... Folge der Beschreibung bis zur Mühle. Du kannst sie gar nicht verfehlen. Der Weg sollte sicher sein. Hätte ich mich nicht getraut, den wichtigen Zettel einfach mal so zu werfen. Komm, Junge. Es wird Zeit, dass wir aufbrechen. Der Seher will also Nuri Darinella Wanda in seine Gewalt bringen, bei Satinav. Geschichte will sich stets wiederholen. Was meint ihr damit? Schon einmal missbrauchte der Seher Feen, um die Harfe zu spielen, bis sie ihre Magie verloren und der Finsternis anheimfielen. Nuri nannte sie traurige Feen. Der Seher hat sie uns auf die Fersen geschickt. Möglich. Möglich. Der sieht ein bisschen aus wie David Bowie, oder? Der Forscher. Also jetzt eine Nahaufnahme, so lala, aber gerade aus der Fernsicht hätte ich gedacht, das ist David Bowie. Ihr habt damals mit den Helden des Königs gekämpft? Sinde bewahre. Ich wäre ein Ritter von trauriger Gestalt. Als der junge König meine Hilfe erbat, war der Seher längst in Gewahrsam. Aber ich habe das Feentor im Steineichenwald verschlossen.
Das habt ihr getan? Auf immer und ewig. Die schwerste Entscheidung meines Lebens. Aber es hätten erneut Feen nach Andergast dringen können, um die Harfe zu spielen. Warum habt ihr Nori damals beim Feentor nicht getroffen? Es wurde damals gemunkelt, die Helden hätten eine Fee aus den Fängen des Sehers befreit. Aber man hat es natürlich nicht für nötig gehalten, sie mir vorzustellen, bevor sie freigelassen wurde. Warum ausgerechnet Nori? Es gibt doch sicher noch andere Feen. Eine gute Frage. Was weißt du über Nori und ihre Heimatwelt? Über ihre Herkunft hat sich Nori stets ausgeschwiegen. Vielleicht aus Angst. Vor ihrer Heimat. Oder ihrer Vergangenheit. Die Magie der Feen kann ganze Welten auf den Kopf stellen. Ihr meint, Noris Welt hat sich verändert, seit sie hier ist? Oder sie kam deswegen erst zu uns. Nori darf nicht zaubern. Sonst stirbt sie oder verliert ihre Seele. Verstehe. Wir hatten gehofft, ihr könntet uns helfen. Ich befürchte, dazu müssten wir mehr über die Welt wissen, aus der sie stammt. Wisst ihr, woher Nori stammt? Ich konnte nie die Welt hinter dem Tor im Steineichenwald erforschen, bevor ich es versiegelte. Aber ich habe eine Vermutung. Noris Heimat könnte die Feenwelt Neirut-Neva sein. Neirut-Neva? Ein buntes Land, ein Ort der Freude. Das hört sich eigentlich gut an. Warum sie wohl dorthin nicht mehr zurückkehren will? Wisst ihr mehr über die Zauberharfe? Sie kann nur von Feenhand gespielt werden. Ein Mensch, auch der Seher, würde daran zugrunde gehen. Denn sie wurde von Feenhand erbaut. Zu welchem Zweck? Sie muss große Macht besitzen. Macht, die einem Seher nutzt. Leider ist ihr Standort unbekannt. Wir könnten sie sonst genauer untersuchen. Die Magier der Akademie haben sich stets dazu ausgeschwiegen. Ich kann es ihnen nicht einmal verübeln. Aber wieso steht sie in unserer Welt und nicht bei den Feen? Das gilt es herauszufinden. In der Akademie von Andergast muss es alte Aufzeichnungen geben. Habt ihr den Seher gekannt? Nein, aber die Leute haben sich damals viel erzählt über ihn. Gerüchte, du verstehst. Was für Gerüchte? Dass er blind geboren sei. Doch von Satinav berührt oder verflucht. Er sah die Zukunft anderer. Doch stets nur Tod, Verderben und Unglück. Nie Gutes und Schönes. Andere sagten, er sei ein Hexer, getrieben davon, seine eigenen Prophezeiungen wahr werden zu lassen. Der Seher hat auch mir Unheil prophezeit. Will er es wahrmachen? Ich bin mir sicher, er verfolgt andere Ziele. Eigene Ziele. Ich weiß nicht, wie lange ich Nori noch vor ihm schützen kann. Die Bürde, die du trägst, gehört nicht nur auf deine Schultern, Geron. Was meint ihr? Nach allem, was er deiner Nori antun will, werde ich alles in meiner Macht tun, dir zu helfen. Satinav. Satinav. Der Rabe hat diesen Namen auch erwähnt. Könnt ihr mir mehr von Satinav erzählen? Du meinst den Steuermann des Zeitenschiffs? Den Unaufhaltsamen? Satinav war ein mächtiger Halbgott, der an den Urgrund der Welt hinabstieg, um das Schiff der Zeit zu erobern. Doch die Götter straften ihn für seinen Frevel. Für alle Ewigkeit wacht er nun selbst, gekettet an das Steuerrad des Schiffs, über den Fluss der Zeit. Er allein sieht Vergangenheit und Zukunft, doch nicht einmal er kann sie ändern. Nagt deshalb Satinavs Zahn überall? Ja, obgleich er nicht in jeder Welt gleich schnell nagt. Lässt sich die Zukunft wirklich nicht ändern? Zukunft, Vergangenheit, was bedeuten sie schon? Morgen ist schon bald gestern, nicht wahr? Der Seher hat die Zukunft gesehen. Auch meine. Glaub nicht jedem Blinden, was er sieht. Okay, das meine ich. Mir schwirrt der Kopf. Fällt Nori dem Seher in die Hände, ist sie verloren. Er wird sie zwingen, dunkle Feenmacht über Andergast zu entfesseln. Nur mit welchem Ziel? Er ist Seher. Es muss etwas mit der Zukunft zu tun haben. Nach allem, was er damals schon getan hat, müssen wir das Schlimmste befürchten. Dein Ziehvater sah nur einen Weg, um das alles zu verhindern. Ich kann Nori nicht töten. Nicht einmal, wenn das die Welt vor dem Untergang rettet. Geron, niemals lasse ich zu, dass Nori Darinella Wanda auch nur ein Haar gekrümmt wird. Ich bin bereit, jeden Weg zu gehen. Dann bringen wir sie zurück in ihre Welt. Nori will nicht zurück in ihre Welt. Es gibt nur diesen einen Weg. Wovor auch immer sie sich fürchtet, du musst sie zurückbringen. Sonst ist sie des Todes. Habt ihr nicht selbst das Tor zu Noris Welt auf immer verschlossen? Und es kann nie mehr geöffnet werden. Aber nach Neirut-Neva führt womöglich noch ein zweites Tor. Es soll sich in den Klagesümpfen befinden, tief im Niemandsland der Brinasca Marschen. Das ist ja toll an. Wo genau finde ich das Feentor? In Enkwi weilt ein Kollege von mir, Menander Goswin.
In seinem Besitz befindet sich der Kristall von Nerutneva, ein magisches Prisma, das den Weg zum Feentor weist und das Tor auch öffnet. Hoffe ich. Ich gehe derweil nach Andergast, um in der Akademie nach dem Standort der Zauberharfe zu recherchieren. Und wer weiß, vielleicht finden wir sogar eine Möglichkeit, die Harfe unschädlich zu machen. So wird es gemacht. Hier, nimm diese Notizen für deine Reise. Darin findest du Goswins Adresse und all mein Wissen über das Feentor und das Reich dahinter. Ich bin bereit. Enkvi, Menander Goswin, Feenprisma, Klagesümpfe. Und schon ist Nuri zu Hause. Warte, warte. Es heißt, eine sehr mächtige, sehr gefährliche Kreatur bewache das Feentor. Was denn für eine Kreatur? Ihr Blick soll alles Lebende versteinern. Wie ein Basilisk. Ich ahnte es. Die Sache hat einen Haken. Gibt es nicht noch andere Feentore, die nicht so weit weg sind? Diese Tore führen in andere Welten, in denen Nuri sterben würde. Das können wir nicht riskieren. Wie kann man den Wächter des Tores passieren? Niemand ist je zurückgekehrt, um diese Frage zu beantworten. Kopf hoch. Dein Namensvetter, der heilige Geron, zog einst auch gegen den Basiliskenkönig. Er war der größte Held aller Zeiten und besaß das göttliche Schwert Siebenstreich. In jedem Menschen steckt ein Held. Wollt ihr nicht mit Nuri nach Enkvi gehen und ich forsche in Andergast nach der Harfe? Die Magier waren damals sicher nicht meine Freunde. Aber glaubst du, sie lassen jemanden wie dich in die Akademie? Schon gut. Vergesst es. Es trennen sich unsere Wege, Geron. Schütze Nuris Leben um jeden Preis. Bringe sie zurück in ihre Heimat, wo sie glücklich werden kann. Hab Dank für alles. Wünscht mir viel Glück. Du wirst deinen Weg finden. Wir sehen uns in Andergast. Das meine ich auf dem Bild gerade eben. Da sieht er so ein bisschen aus wie David Bowie. Übrigens, unheimlich schön gezeichneter Hintergrund hier, diese Gebirgslandschaft. Okay, die Mühle hat aber auch ihre besten Tage schon lange hinter sich. Ein Boronsrad. Hoffentlich kein böses Omen. Da ist jetzt nicht so viel zu machen, oder? Das gute alte Point-and-Click-Adventure rumgefuchtel, in der Hoffnung irgendwas durch Zufall. Okay, hier ist sonst nichts. So ein schönes Adventure. So gut auch vertont und erzählt. Nuri, bist du hier? Sagt uns nicht, wo sie ist. Ich weiß es nicht. Ich sag es nicht. Lassen wir ihn warten. In der Dunkelheit. Bis der Vogel kommt. Der Rabe soll sich seiner annehmen. Der Rabe? Er wird ihn sprechend machen. Ich hole ihn. Du wachst um die Mühle. Der Rabe gehört dem Seher? Sobald der Sand verronnen ist, wird der Nachthaarige sprechen. Und sein Faden wird reißen. Da oben. Okay. Nuri? Geron, geht es dir gut? Diese Kreaturen. Ich bin gefesselt. Hier liegt eine Scherbe. Sie ist ganz scharf.
Hervorragend. Ich werfe sie zu dir runter. Nein, warte, ich... Hast du sie? Nein. Du hättest sie fangen sollen. Nori. Wer weiß, wo sie jetzt ist? Ich kann nicht sehen. Weil es hier keine Regenbogenkristalle gibt. Kannst du zu mir runterkommen? Es gibt keine Treppe. Und draußen steht der bleiche Mann. Du sagtest doch, du kannst das Mondlicht sammeln. Ich werd krank, wenn ich zaubere. Ich weiß. Aber wenn ich mich nicht schnell befreie, bin ich tot. Nur ganz kurz, ja? Versprochen. So komme ich da niemals ran. Mit bloßer Kraft sind die nicht zu lösen. Eines Tages wird auch meine Seele gewogen. Aber nicht heute. Die eine Kreatur ist verschwunden. Die andere kann ich nicht hören. Nichts zu machen. Die sind fest verknotet. Okay, bei mir kann man da nicht. Obwohl. Komm noch mal hier rüber. Ich sehe dich. Geh zu dem Loch in der Mitte. Ist gut. Da. Da ganz hinten ist noch ein Loch. Nur ganz kurz, hast du gesagt. Scheint eine Art Zahnrad gewesen zu sein. Kein Wunder, dass die Mühle ausgestorben ist. Wie soll ich da rankommen? Lampen, Sägen, Scherben und alles außer Reichweite. Noch habe ich etwas Zeit. Ein Stuhl! Hallo? Die Mühle ist so verlassen, wie sie aussieht. Wären meine Füße frei, könnte ich das Regal eintreten. Selbst morsches Holz bekomme ich damit nicht kaputt. Kannst du die Waage heil machen? Ah, guck mal, das geht. Ja, und jetzt? Eines Tages wird auch meine Seele... Aber nicht... Ja. So komme ich da niemand. Das könnte funktionieren, oder? Kobold! Noch mehr Scherben, die ich nicht erreichen kann. Eine Art Zahnrad gewesen zu sein. Vielleicht kann Nori das reparieren. Siehst du dieses trommelähnliche Ding da unten? Kannst du das heil machen? Nori? Geron, hier ist ein Käfer mit 8 Beinen. Das ist nur eine Spinne. Spinnen haben 12 Beine. Nori, bitte. Du musst dich jetzt konzentrieren. Ist gut. Ah, guck mal an. Schön. Toll. Das hat uns jetzt aber auch nicht so viel gebracht, oder? Hätte sie mir nicht einfach vor die Füße fallen können?
Hallo? Die Mühle ist so verlassen, wie sie aussieht. Kannst du sie wieder ganz machen? Nuri! Muss ich nur noch die Hände frei bekommen. Das ist ja dumm gelaufen. Wie soll ich da rankommen? Ach cool, warte mal. Ach, das ist ja schön gemacht. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ich hab sie. Giron, mir ist schwindelig. Nur noch ganz kurz, Nuri. Mit bloßer Kraft sind die nicht zu lösen. Ja, brauchst doch gar, du Nasebär, lass doch die Scherbe. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie mit dieser Kreatur fertig werden. Hm,